Wir sind hier in Halle am Gartnischberg und herzlich willkommen in diesem schönen Wald. Vor kurzem bin ich hier alleine diesen Weg runtergekommen und bin dann hier stehen geblieben und habe auf einmal da hochgeguckt in diesen Wald und die Sonne schien und draußen war es warm, aber hier war es schön kühl und so ein bisschen feucht. Und es war ganz still, man hörte so ein paar Vögel singen und dann habe ich gesagt, ist das schön. Da kam eine Frau vorbei und dann habe ich das erste Mal in so einer Situation gesagt, haben Sie schon gesehen, wie schön dieser Wald ist? Und sie hat es auch gesehen. Also, mitten in dem Wald entdeckt man plötzlich so ein Wald, das ist ein Segen. Buchen, die hier stehen, grün, Saft, alles, was man braucht. Wie ist dieser Wald eigentlich entstanden? Da sind mal irgendwann Menschen gekommen und haben hier Bäume gepflanzt. Manche sind vielleicht auch später durch Samen entstanden. Und dann hat man sie am Anfang gepflegt und begossen, damit es auch schön alles wachsen kann. Und dann hat man sie in Ruhe gelassen. Und dann kam der Sommer und der Winter, der Schnee und der Regen, die Sonne und die Kühle und die Hitze und alles, was der Baum so kriegt und braucht oder auch nicht braucht. Und dabei wächst er. Und dann hat er seine Wurzeln in den Boden getan und hat da unten alle Nährstoffe rausgeholt und hat aus der Luft das geholt, was er braucht. Und jetzt ist so ein ganz schöner Wald entstanden. Also, das heißt, da sind Menschen gewesen, die haben was Gutes getan. Das war ein Segen für diesen Wald. Jetzt ist der Wald entstanden und alles das, was ihn begleitet hat, war ein Segen für den Baum. Und jetzt gibt der Baum seinen Segen wieder weiter an all die Menschen, die hier gerade vorbeigehen oder an die ganze Stadthalle. Das ist doch ein schöner Weg. Da bekommt man den Segen und da gibt man den Segen weiter. Das gilt ja auch für unser Leben. Wir kennen ja auch solche Situationen, wo wir den Segen empfangen haben, wo wir plötzlich gemerkt haben, da wird unser Leben beschenkt, da wird es auf einmal lebendig. Und wenn man das entdeckt, wenn man seine Gaben entdeckt, wenn man entdeckt all das, was so im eigenen Leben drin ist, dann kann man anfangen zu staunen. Wo bin ich gesegnet? Wo ist das, was mein Leben reich gemacht hat? Paul Gerhardt hat in einem Lied mal geschrieben, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können. Und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, das haben wir zu danken seinem Segen. Und manchmal ist es gut, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, was habe ich alles geschenkt bekommen? Und wie reich ist mein Leben, ohne dass ich oft viel dazu getan habe? Es gibt in der Bibel einen schönen Satz, den habe ich schon oft als Taufspruch oder als Konfirmationsspruch gegeben und hätte den auch gerne in meinem Leben irgendwann mal einmal gehabt, habe ihn aber nie gekriegt und dann hat ihn mir meine Mutter mal auf eine Batik machen lassen. Und dieser Satz steht 1. Mose 12, Vers 2 und da heißt es, Gott spricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diesen Satz sagt Gott damals zu Abraham. Abraham hatte seinen festen Wohnsitz und wusste, wie das Leben weitergeht und alles war gesichert. Und dann sagt Gott ihm so, nun brich auf. Geh in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Und da kriegen wir immer ein bisschen Angst. Wenn es um neue Länder geht und um neue Erfahrungen, da kennt man sich noch nicht so aus, das mag man noch nicht so. Und darum sagt Gott dem Abraham, geh los, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dieser Satz hat mir einmal gefallen, weil es einfach schön ist, ein Segen zu sein. Ja, wenn jemand Geburtstag hat und man kann ihm sagen, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst, das hört sich doch gut an. Und wenn man für andere wichtig sein kann und wenn man wie Tobias hier gerade seinen Film macht und es wird ein schöner Film für die Kirchengemeinde und andere freuen sich dran, dann ist man ein Segen. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und ich bin auch gern ein Segen. Und darum habe ich das halt einfach, darum hat dieser Text für mich so einen schönen Klang. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Bei Abraham heißt es eigentlich nicht nur, du sollst, sondern du wirst.
Denn sonst klingt auf einmal wieder so ein Anspruch. Aha, jetzt muss ich also ein Segen werden. Andere beschenken können nur Menschen, die selber reich sind. Die anderen machen das nicht. Und darum kommt dieser erste Satz. So geht es nämlich los. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wie empfangen wir denn den Segen Gottes? Einmal empfangen wir ihn den ganzen Tag. Es hat mal jemand gesagt, der Segen ist das stille, unauffällige Handeln Gottes. Von morgens bis abends. Aber in manchen Situationen brauchen wir ihn auch ganz besonders. Und wie kann das passieren, dass wir mehr von dem Segen Gottes empfangen? Ich glaube, einmal muss man einfach mal wahrnehmen, wie viel habe ich schon und wie reich bin ich schon. Und je mehr ich das wahrnehme und je mehr ich mir mal aufschreibe, welche Gaben ich habe und womit ich beschenkt worden bin, umso mehr spüre ich den Segen Gottes. Aber manchmal müsste man auch nicht sagen, lieber Gott, schenk mir mehr Segen, sondern manchmal müsste man sagen, lieber Gott, lass mich doch mal dahin gehen, wo du mich segnen kannst. Diese Buchen hier, die wachsen natürlich auch deswegen so schön, weil hier Wasser ist, weil sie nicht alleine sind, weil sie sich gegenseitig schützen und weil der ganze Rahmen für sie stimmt. Eine Buche in der Wüste hat keine Chance und die kann tausendmal sagen, ich will jetzt den Segen abkriegen. Der Sand wird ihr nichts geben, sondern die Buche muss schon da wachsen, wo ihr Platz ist, sonst wird es schwierig. Und eine Buche, die irgendwo alleine steht, hat es auch schwerer als eine Buche, die in einer Gemeinschaft im Wald steht. Und von daher so die Frage, lieber Gott, ich wünsche mir mehr von deinem Segen. Ja, sagt Gott, dann geh doch mal dahin, wo du ihn kriegst. Wo ist denn für uns, wo ist für euch, für sie der Platz, wo wir sagen würden, ja, da will mich Gott jetzt haben. Da bin ich auch bereit, mal was Neues zu riskieren, was Neues zu wagen. Da bin ich bereit, mich auf den Weg zu machen. Ich glaube, wer den Segen Gottes will, muss gucken, dass er irgendwo in der Nähe Gottes bleibt, dass er was von seinem Wort hört, dass er betet, dass es Lieder gibt, die ihn begleiten. Dass er einfach spürt, ich bin nicht alleine, sondern Gott ist ganz nah bei mir. Denn Gott gibt nicht irgendwo einen Segen und dann sagt er, macht, was er wollt, sondern er selber ist ja der größte Segen für unser Leben. Jetzt ist es so, manchmal sind wir kein Segen für andere. Und wir kennen auch solche Situationen, wo wir schuldig werden an anderen. Oder wo wir denken, Mann, warum habe ich das denn gemacht? Das tut mir nicht gut und das tut dem anderen auch nicht gut. Und da steht man auf einmal und sagt, und was ist jetzt mit dem Segen Gottes? Wenn wir uns das Leben des Abraham angucken und nachher weiter Isaak und Jakob, die Söhne, dann merken wir, da sind ganz viele Fehler, die in ihrem Leben gemacht haben. Da sind ganz viele Situationen, wo sie ganz anders gelebt hatten, als Gott es wollte. Und Gott hat nicht gesagt, Schluss jetzt, gibt es keinen Segen mehr, sondern er ist mit durch all dieses Durcheinander unseres Lebens oder des Lebens der Dreien und der Familien damals gegangen und hat sie trotzdem zum Segen werden lassen. So ist es auch bei uns. Auch an den Stellen, wo wir merken, hier bin ich gerade nicht ein Segen für andere. Das sind ja Situationen, wo man aufwachen kann. Und wo man manchmal auch sagt, ich gehe mal einen neuen Weg. Ich versuche mal einen neuen Weg zu gehen. Und ich mache mich auf den Weg und ich bitte dich, lieber Gott, komm doch mit. Und das ist das Schöne. Als der Abraham damals sagt, ja, ich will den Weg gehen, lieber Gott, von dem ich nicht genau weiß, aber doch glaube, dass du ihn willst, da hat Gott gesagt, Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich gehe mit dir auf diesen Weg, den du da gerade riskierst. Und vielleicht sagt er das für uns ja auch. Du stehst auch gerade da und überlegst, wo soll ich hingehen und was ist dran? Und manchmal finden wir keine glatte Lösung. Aber irgend sowas, wo wir sagen, das könnte doch der Weg sein. Und dann sagt Gott, dann geh los. Ich will dich segnen und ich will dich begleiten auf diesem Weg und du sollst ein Segen sein. Und wenn es zwischendurch mal knirscht, dann knirscht's. Und wenn du später einen neuen Weg entdeckst, ist das auch okay. Aber Gott sagt, ich gehe mit durch dick und dünn. Und darum liebe ich ihn so, diesen schönen Satz. Ich will dich segnen, sagt Gott. Und du sollst ein Segen sein.
Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Segen Gottes spüren.